Ausgetüftelt. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3, denn ich spiele das. Guten Morgen, Lokführer. Es ist ein schöner, früher Start für Sie. Rüsten Sie dieses Paar ES44C4 auf und fahren Sie zum Annahmebahnhof. Ja, und da seht ihr unsere Lok, die wir heute zu bewegen haben. Wir sind hier auf der amerikanischen Strecke Cajun Pass. Und hier laufen noch schon so einige Diesellokomotiven, wie ihr seht. Dort zum Beispiel steigt schön die Dieselabgase auf. Und ja, dies ist hier unsere Lok, die wir heute zu bewegen haben. Wir sollen hier erstmal irgendwie aufsteigen. Wir werden das auch erstmal tun. Gehen wir mal hier hoch. So. Dann sollen wir hier in die Tür. Nee, doch, das ist unsere Tür. Die machen wir wieder zu, natürlich. So, dann diese Tür öffnen, würde ich sagen, glaube ich. So, dann gehen wir hier mal rein. So, setzen uns in den Sitz. Ist das jetzt der hier? Wird wohl. Nee, das ist der falsche. Ich glaube, wir sind auch ganz am ganz falschen Ende. Da müssen wir, glaube ich, hin. Da, genau, auf den Sitz. So. So, das mit den Sicherungssystemen lassen wir jetzt, glaube ich, erstmal hier sein, weil den amerikanischen Loks habe ich nämlich überhaupt noch keinen Plan von. So, erstmal Motor auf ein. Drücken Sie den Kopfknopf für die Treibstoffpumpe. Der ist da. Dann sollen wir die Steuerungsabdeckung öffnen. Und den Motorsteuerungsschalter auf Starten stellen. Ne, trottet nicht, sondern auf Starten. So. Dann sollen wir den Motorstartknopf für 5 Sekunden drücken. Den sollen wir dann auf Fahren zurückstellen. Und die Abdeckung wieder schließen. Zack. So. Stellen Sie das Generatorfeld auf ein. Wo ist das denn? Das ist hier. Das ist der Knopf. Zack. Den Steuerungsschalter auf an. Zack. Dann sollen wir die Bremsventile auf angeschlossen. Und den Knopf. Stecken Sie den Richtungswender ein. Stellen Sie den Richtungsschalter auf vorwärts. Das ist hier rum. Schalten Sie die Funkfernsteuerung ein. Was ist das denn? Funkfernsteuerung. Da. Ein gemischter Manifestzug wartet bereits im westlichen Annahmebahnhof. Das wird dann wohl unsere Aufgabe sein. So. Wollen wir mal schauen, ne? Ob wir das alles so hinkriegen. Basse Rangierbahnhof. 1800. 1330 Fuß. So, ich würde sagen, wir lösen überhaupt erstmal die Bremse. Kombihebel 1. Achso, das ist ein Kombihebel. Ah, wir kommen in Bewegung. Das ist ja schon mal sehr schön. Schauen wir uns das Ganze doch mal von vorne an. Wahnsinn. Wahnsinn. Machen wir mal schnell ein Foto. So, da vorne ist ja schon das Ziel. So schnell dürfen wir auch nicht werden. Oh. Schon viel zu schnell. So. Ja, zu langsam wollen wir auch nicht werden, ne?
bleiben wir mal bei 7 km/h, würde ich sagen. Weil das ist noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit der Steuerung hier, muss ich sagen. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, Zugspitzensignal, wie kriegt man die denn überhaupt? Instrumentbeleuchtung ein. Ja, ist schön, dass ich jetzt ein Level weiter hier bin, aber Scheibenbeleuchtung machen wir auch mal auf ein. Das ist die Scheibenhaltung, die brauchen wir glaube ich nicht. Zugbegleiterruf brauchen wir auch nicht. Notfallbeleuchtung brauchen wir nicht. Was wir wohl brauchen ist die Bremse. Stopp! So. Basto. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich zurückfahren, ne? Dann gucken wir uns das Ganze mal von draußen an. Aber wir werden wahrscheinlich erstmal den Richtungswender auf die andere Seite auf rückwärts stellen müssen. So, dann würde ich sagen. So. Wir lösen die Bremse. Ich würde sagen, dann schalten wir mal ein bisschen auf hier. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber mich würde es trotzdem interessieren, wo ich hier die Dings bekomme. Die, wie heißt es? Ah, vordere Spur. Mindestens die haben wir an. Vorne, wie sieht es denn da aus? Haben wir noch gar nichts an. Naja. Ein bisschen langsam. So, und ich denke, dass wir da vorne dann links anhalten müssen, da wo die Tankstelle ist. Hier mitten in Barstow. Laut hier auch, ne? Durch die ganzen Dieselloks. Alle drei Dieselloks da links auf dem Gleis laufen. Die läuft. Die da rechts neben läuft auch. Die links hier läuft auch. Zwar 1 km/h zu schnell, aber ich denke, es ist alles vertretbar.
hoffentlich fahren wir auch richtig, aber da stand ja auch nichts von Weichenstellen. Daher gehe ich da jetzt einfach mal stark von aus. Ich denke, wir werden bis da hinten fahren. Und dann werden wir hier praktisch links auf dem Gleis geleitet. Dann hier links, dass wir dann da hinten hinkommen. Ja, ich denke, dass das so ablaufen wird. Jetzt erstmal hier durch. Dann gleich da vorne an der Kurve hier auf links auf dem Gleis. Und dann wieder rechts rüber. Genau, ja. Wir können eigentlich auch sofort links, ganz links rüber, oder? Oh, scheiße, jetzt bleiben wir wieder zu schnell stehen. Ja. Ne, wir müssen auf das Gleis, ja. Sonst kommen wir da nicht hin. Stimmt. So, ein Stück noch. Na komm schon. So, dann schauen wir mal. Müssen wir doch eigentlich die Weiche da stellen. Da sind wir. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Da, auf dem Gleis müssen wir. Das heißt, das stimmt soweit, oder? Ja, das stimmt soweit. Das stimmt nicht. Da müssen wir nämlich lang. Wo ist denn jetzt das Gleis war es, oder? Ne, da. Das Gleis. So. Heißt. Das muss so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. So, wo sind wir? Da. Da müssen wir lang. Ja, dann gutes Gelingen. Dann heißt es Fahrtrichtungswender wieder nach vorwärts. Genau. Bremse lösen. Und dann sollte das eigentlich jetzt klappen. So, bin gespannt, ob ich das jetzt richtig eingestellt habe.
Das funktioniert schon mal. Sehr, sehr gut. Man will das ja auch schon schaffen, wenn man das schon anfängt. So, das war ein bisschen zu schnell, aber drauf geschissen jetzt erstmal. Erstmal gucken, ob ich hier überhaupt ein bisschen Weichen richtig gemacht habe. Aber noch zählt er runter. Von daher glaube ich nicht, dass ich da viel falsch gemacht habe. So, jetzt müsst ihr wieder rüber. Oder? Nee, doch. Ja, nee, ja doch. Richtig. Und dann müsste er links. Oder? Nee, weiter geradeaus und dann links. Genau. Passt. Wunderbar. So, jetzt müsste er links. Weil ja da links der Zielpunkt ist. Jetzt müsste er links rüber. Sehr schön. Es hat funktioniert. Wunderbar. Klasse. So, da soll man nämlich gleich anhalten. So, könnte sich ja sogar ausgehen. So, steigen Sie von der Lokomotive herab. Ja, dann werden wir das mal tun. Sollen mich jetzt mit Sicherheit tanken. So, das heißt, ich hier wieder durch die Tür. So, komme ich denn jetzt hier wieder runter? Wie ging das noch? Ah ja, okay. Drehen Sie die Tankdeckel ab. Was müsste das hier sein? So. Andere Seite? Oder die... Ne, andere Seite, ne? Andere Seite, genau. Komme ich denn da jetzt hin? Übers Gleis, oder? Ja, wahrscheinlich. Nehmen Sie den Tankschlauch zur Hand. Ja. Jetzt werden wir hier wieder auf die Rampe laufen. So. Verbinden Sie den Tankschlauch mit der Lokomotive. Das ist auf der anderen Seite, ne? War das jetzt? Hier war das. Nee. Ich muss zur anderen Seite jetzt damit laufen, oder wie? Wie lang ist der doch gar nicht? Ist den jetzt in der Hand oder nicht?
Habe ich den jetzt in der Hand? Nee. Hä? Warum? Muss ich das jetzt verstehen? Nein. So. Gehen Sie hinüber zur Treibstoffpumpe und beginnen Sie mit den Auftanken. Was ist das denn jetzt? So, okay. Bringen Sie den Tankschlauch zurück. So. Ersetzen Sie den Tankdeckel. Die andere Seite? Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Ja, hier musst du erst den anderen Tankdeckel da drauf machen. Der ist noch offen. So. Tür wieder zu. Tür auf. Hier wieder zu. Dann hier wieder hinsetzen. Stellen Sie den Richtungswender auf rückwärts. So. 92 Waggons sollen wir jetzt ankuppeln. Das heißt, wir lösen die Bremse. Muss ich jetzt noch irgendwelche Weichen stellen? Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Wo sind denn die Wagen? Da bin ich. Ne, da ist das Ziel. Da bin ich. Also ich werde hier rausfahren. Na, ich fahre hier raus. Fahre dann hier auf das Gleis. Hier drauf. Haben die Kurve? Hä? Ach, wir fahren erstmal los, würde ich sagen. Bin gespannt, ob ich das jetzt richtig mache.
Klar, logisch, ich muss ja erstmal hier raus. Also jetzt erstmal aufs Ausziehgleis, ist logisch. Weichen stellen, um da überhaupt links rüber zu kommen. Ja. Gar nicht. Muss da oben irgendwie rein. Das heißt, nee, da ist schon richtig. Ist auch richtig. Da ist ja, kann ich ja gar nicht durch. Muss hier rum, weil da sind doch Züge im Weg, ja. Das heißt, das ist auch verkehrt. Hier lang. Ja, das stimmt. Das ist richtig. 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 Da nichts zu tun. Hier rum ist schon richtig, das bleibt so. Da muss ich hin. Das Gleis muss ich. Ja, jetzt müsste eigentlich alles stimmen. So, das heißt, Richtungswender wieder auf vorwärts. Bremsen lösen. Auf geht's. Bin ich ja mal gespannt, ob das klappt. Drückt mir die Daumen.
gespannt, ob das hinhaut. Jetzt sieht's gut aus. Sieht noch gut aus. Sehr, sehr schön. Ich weiß jetzt leider nicht, was 5000 Fuß in Kilometer sind. Da bin ich leider aufgeschmissen. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. So, jetzt müssen wir eigentlich gleich rechts rüber. Oder? Nee, noch einen weiter. Oder da. Mann, oh Mann. Sieht aber noch gut aus. Dann unsere Wagen stehen, wo dieses Kupplungszeichen schon drauf zeigt. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Sieht doch gut aus, dass wir jetzt stehen bleiben.
Stopp! Stopp doch! Stoppen, stoppen, stoppen! Stopp, 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 stopp. Heiliger Vater! So, was müssen wir jetzt hier machen? Rot ist rot. Ich auf dem falschen Gleis? Wahrscheinlich, wa? Ich bin falsch. Ich muss hier lang. Ah, ja dann. Das wäre beinahe schief gegangen. Sorry, das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Nimm alles zurück. Das wäre beinahe in die Buchs gegangen. Junge, 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 Junge. Aber dann setzen wir ein Stück zurück, stellen die Weiche richtig und dann funktioniert das wohl. Das wäre beinahe schief gegangen. So, da ist die Weiche. Ach, komm schon. So. Ja. Da hoch. Der muss da. Ist doch. Hä? Der muss da. Der muss da hoch. Dann passt es. Ja, jetzt passt es. So. Da muss der wieder nach vorwärts. Wir lösen die Bremsen.
Jetzt passt es auch. Geradeaus und die nächste links. Sehr schön. So, steigen wir jetzt mal aus hier. Die fahren die ganze Zeit mit offener Tür. Auch egal. Kuppeln wir jetzt mal an hier. Kuppelt ihr nicht? Ja, hat das noch gar nicht registriert hier, dass ich da schon längst angekuppelt habe, ja. Das ist das Problem. Geht denn hier eigentlich ab jetzt? Ist hier an einem falschen Zug? Das gibt's doch gar nicht.
Ist das eine komplizierte Sache, du? Doch gar nicht. Sorry, aber ich komme gerade nicht weiter hier. Versuch mal was. Die letzte Chance, die ich jetzt noch sehe. Eingang, aber der hat das nicht registriert.
So. Jetzt gehen wir runter, versuchen das anzukuppeln. Wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich es auch nicht weiter. Sorry, aber da bin ich raus. So Leute, ich versuch's nochmal. Versprechen kann ich's nicht. Nee, ich sehe es selber, aber er kuppelt nicht. Er reagiert nicht. Tja Leute, ich kann es euch leider nicht sagen, woran es liegt. Auf jeden Fall endet das Szenario hier und das Video wahrscheinlich total verbuggt. Wenn ihr mir helfen könnt, was ich hier falsch gemacht habe, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Bis dahin, macht's gut, ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spieltas.